So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Super Mario Maker und ich habe gleich mal am Anfang ein paar Sachen zu erwähnen. Unter anderem stelle ich halt fest, auch bei den Leuten, die ich schaue, dass YouTube teilweise wieder Videos nicht anzeigt. Immer nur bei den Leuten, bei denen ich diese blöde Glocke aktiviert habe, da funktioniert das alles. Deswegen, nicht weil ich will, dass ihr bei mir die Glocke aktiviert oder so, es ist mir völlig wurscht. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, dass auf YouTube euch alles angezeigt wird, dann werdet ihr wohl ab und zu mal diese blöde Glocke aktivieren müssen. Ansonsten, ich habe einen Twitter-Account, da wird auch jeder Upload angezeigt, das wird da automatisch rübergesetzt sozusagen. Da kann man eigentlich auch dann sehen, ob ich was hochgeladen habe oder nicht. Aber ja, also keine Ahnung. Finde ich gerade wieder ein bisschen nervig bei einigen, aber gut. Jetzt habe ich bei mehreren die Glocke ausgelöst und jetzt kriegt man halt dann auch E-Mails mit dem, wenn die Leute was hochladen, was ich blöd finde, aber es scheint halt die einzige Möglichkeit zu sein, weil dieses blöde System einfach nicht funktioniert. Was auch überhaupt nicht funktioniert und was mich wahnsinnig aufregt, ist, dass wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel einfach nur einen längeren Kommentar schreibt und da ist nichts Böses drin. Überhaupt nicht. Vielleicht ist ein Satzzeichen zu viel oder so, weshalb dann YouTube gleich meint, oh, das ist Spam. Das zeige ich überhaupt nicht an. Das kriege ich auch erst etwas später mit. Deswegen seid mir da nicht böse oder wundert euch nicht, wenn ihr was Langes schreibt und schickt das ab und es ist einfach nicht da. Das könnte dann sein. Also gut, normalerweise sieht man selber den Kommentar noch. Man sieht gar nicht, ob der Streamer den, der Streamer, ob der Kanalbesitzer, den ich sehe, das sieht man glaube ich gar nicht, aber ich sehe es ja. Ja, dann wenn ich in meine Box gehe sozusagen und dann steht da ja überprüfende Kommentare. Und dann sind da Kommentare, die völlig normal sind. Da ist nichts drin, kein Link, kein gar nichts. Weil meistens ist es ja so, wenn ein Link drin ist oder so, dann wird es als Spam erkannt. Jedenfalls wundert euch da bitte nicht, ich versuche alles mitzubekommen und zu lesen und so weiter und so fort. So, das erstmal kurz dazu. Gucken wir mal ganz kurz nach meinem Level. Ich bin damit so unzufrieden, aber ich will trotzdem kurz mal gucken, ob da jetzt irgendwas passiert ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das irgendwie aktualisiert. Ja, das ist ja Quatsch, die Anzeige. Es haben ja schon Leute gespielt. Es ist ja völliger Blödsinn. Wieso wird das denn nicht vernünftig angehen? Muss ich... Moment, muss ich dafür vielleicht einfach das Ding nochmal neu starten? Ist es sowas? Was irgendwie Quatsch wäre, aber es kann ja sein. So. Machen wir das halt einfach ganz kurz. Ja, ich glaube, ich werde da. Entweder ich werde ein komplett neues Level irgendwann mal bauen oder ich werde an dem einiges noch verändern. So wie es ist, bin ich echt nicht zufrieden. Und man sieht ja auch, es gibt ja Leute, die ihre Level immer wieder verändern. Was halt ungünstig ist für Leute, die Level schon gespielt haben, vor allem wenn es nur Schönheitsveränderungen sind, dass es dann nicht mehr gewertet wurde, als man hat schon gespielt. Was? Wieso ist das denn? Wieso kriegt man jetzt seinen eigenen Mist da präsentiert? Mach das weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, Mann. Jetzt kriege ich in den Startbildschirm meinen eigenen Bullshit. Oh, ja, gib mir das. Guck mal, jetzt steht zum Beispiel. Hier, guck mal, sogar ein Kommentar. Hat es gerade alles überhaupt nicht angezeigt? Ich komme mir gerade vor wie auf YouTube. Ich gucke so hin, 0-0, denke so, okay, keiner hat gespielt, aber ich weiß ja, dass Leute gespielt haben, deswegen konnte die 0-0 nicht stimmen. Vier Nutzer haben ein Herz gegeben. Und was? Achso, das sind die ganzen Weltrekorde in Sachen, die ich gespielt habe. Ja, das ist mir sowas von Schnurz. Und das ist wahrscheinlich das Anzugszeug. Ja, die gucken wir auch demnächst mal durch. Die ganzen Anzugssachen haben wir auch einiges Neues bekommen, glaube ich. Okay, cool. Und wenn ich jetzt auf mein Dings gehe, sehe ich dann wohl die aktualisierten Geschichten ab. Das muss man doch auch so aktualisieren können. Ja, jetzt zeigt es da hier 4 und 21. Hat es jetzt eigentlich schon jemand geschafft? Also gut, es ist. Ich weiß ja, dass es schwer ist, aber das ist schon ein bisschen. Uff.
Uff, ja gut. Ach Mensch. Ja gut. Wie gesagt, aber ich bin zu sehr unzufrieden. Ich möchte eigentlich ein faires Level und so wirklich fair ist es halt nicht. Ist, keine Ahnung. Wie auch immer. Wir suchen neue Level von den Leuten, die wir schon gespielt haben. Counter meint, der hat was Neues. Glaube ich, hat sogar zwei neue Level. Bitte seid da auch nicht böse, wenn irgendjemand öfter hintereinander drankommt. Ich glaube, Counter war auch schon im letzten Video. Ich mache das nicht irgendwie nach hier. Keine Ahnung. Guck mal, Rasierer hat was auf. Hier, er hat was hochgeladen. Twix hat noch ein neues Level hochgeladen. Das ist das, was er meinte, wahrscheinlich das Einfache. Okay. Ja, und das haben wir nicht abgeschlossen letztens. Okay, aber dann ist hier sonst nichts. Ach ja, die sind ja auch noch. Boah, kann man sich irgendwie. Okay, die haben wir schon mal gespielt, deswegen sind die nicht. Aber das da ist. Ist das kurz? 1 Minute 7. Komm, wir fangen kurz mal hiermit an, dass ich das weg habe. Aber wobei, das hatte eine ziemlich geringe Clearway. Das würde vielleicht doch ein bisschen dauern. Wir gucken es uns mal kurz an. Wir fangen mal kurz damit an. Okay, das ist. Oh, was? Das war zu. Okay, ich hätte gedacht, das klappt. Okay. Oh, kommt man da irgendwie schneller vernünftig? Also, ich will jetzt nicht immer wieder anfangen, da rumzuschwingen, sondern direkt kommt man direkt weiter. Ja, das geht. Okay, sehr gut. Das geht nicht. Ah! Okay. Kann ich auch mit Anlauf direkt den ersten Schwung mitnehmen? Nein. Da muss ich schwingen. Okay. Ich will doch immer wenig Zeitverschwendung. Aber gut, dann muss ich hier den Schwung mitnehmen. Hier hat es ja funktioniert. Hier dann einfach nicht so hoch und dann komme ich hier hin und kann direkt an den ran. Okay. So, und jetzt muss ich. Wait. Ah. Ah! Ah, das sollte ich da unten an den am besten wieder ran. Okay. Gut. Gut. Ich wollte eigentlich erstmal an den ran. Ah, sehr gut. Oh, Junge. Oh, Junge. Okay. Alles klar. Alles klar. Oh, das hätte jetzt funktioniert, ne? Da hätte ich jetzt aus dem Schwung hätte ich den mitnehmen können, glaube ich. Nicht sicher, aber ich glaube, es wäre gegangen. So, komme ich direkt? Nee, ich muss einmal schwingen und jetzt hoch. Aha! Jetzt hoch. Ach, komm schon! Vorhin habe ich die Münze gekriegt und dann bin ich runtergefahren. Jetzt kriege ich die Münze nicht mehr. Ah, ist das doof. Oh, ist das doof. Muss ich überhaupt schwingen, stelle ich mir gerade die Frage. Vielleicht kann ich. Nee, aus dem Stand kann ich dann nicht hoch. Ja, okay, das geht. Gut. Dann habe ich da schon wieder Zeit gespart. Alles klar. Ja, mit Anlauf klappt das alles. Okay, sehr schön. Zack. So. Oh boy. Und ich soll mir angewöhnen, Dings zu lesen. Beschreibungen. Das tue ich eigentlich auch, aber manchmal tue ich es tatsächlich nicht. Es ist leider wahr. So. Jetzt gibt es hier einen Pilz. Oh no. Jetzt will das auch noch mit dem Pilz getimt sein, ja? Oh, Mama. F.
Ah, oh, okay, aber es. Ja. Ja. Wir kommen der Sache langsam näher. Ups. 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 Aber so komme ich schneller wieder. Ich darf mir hier nur nicht angewöhnen, das zu machen. Ihr wisst, wenn, warum, wann nicht. So. Nein, ich brauche tatsächlich den Schwung. Ah. Boah, die Stelle ist doof. Huch. Was passiert eigentlich weiter drüben mit der Pflanze? Warum haut die. Warum schießt sie da plötzlich einfach runter? So als ob die keine mehr. Oh mein Gott, ich wollte hier nicht ran. Ich wollte eigentlich direkt an den da drüben. Aber ist auch in Ordnung. So, jetzt muss ich hier wieder. Ah! Ach, komm schon. Nein. Nein. Okay. Okay. Okay, wir hängen. Jetzt ist die Frage. Oh Gott, wie geht das denn weiter? Okay. Ich nehme an, ich darf mich nicht treffen lassen. Sonst wäre es ja irgendwie Quatsch. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht noch einen. Das wäre mies. Oh nein! Alles klar. Dann können wir auch wieder zurück, wenn das überhaupt geht. Können wir die nochmal antriggern? Ja, also eine. Und dann bei der zweiten gehe ich runter. Ich muss jetzt die hier mitnehmen. Und dann, das war jetzt sicherlich schon ganz fatal. Und jetzt hätte ich die da. Oh, jetzt habe ich die nicht. Gott. Wir gucken mal weiter. Okay, nein, okay, nein. Nein, an der Stelle gebe ich auf. Ich wollte mir andere Level anschauen. Ich wollte mir andere Level anschauen. An der Stelle gebe ich auf. So, das da. Ich muss mir das auch angewöhnen, glaube ich, Level nicht allzu lang zu spielen. Weil je mehr Leute es werden, von denen ich Level spielen möchte, umso ungünstiger wird es, wenn ich mich zu lange an einem aufhalte. Wenn ich einfach zu lange brauche, dann muss ich einfach mal meinen blöden Ehrgeiz hinten anschauen. Oh mein Gott, okay. Gut, das habe ich jetzt schon verhauen. Dann muss ich einfach mal meinen Ehrgeiz hinten anstellen. Weil das führt dann auch nur immer wieder zu Wut und das muss ich nicht haben. Jedes Mal. Hä, wo war der denn? Bin ich doof? Ach, direkt drüber. Ups. Upsi. Wollte ich schön stylisch nochmal den Born abholen, aber braucht mir auch gar nicht holen. So. Ah, was tue ich denn? Okay. Erstmal jetzt wieder an die Physik gewöhnen von dem Viech da. Kann ich das auch geduckt eigentlich? Naja. Aber man soll das wohl so machen. Okay. Okay. Ich sehe halt nach oben nicht, wo da die nächsten Stacheln. Habt ihr irgendwas damit zu tun? Kann ich auf den Zwischenland dann nochmal ansetzen? Nein. Also nochmal neu ansetzen kann ich da nicht. Ja, aber jetzt ist vorbei. Aber was haben dann die Goombas damit zu tun? Habe ich die Beschreibung gelesen? Ich gehe nochmal ganz kurz raus, nur um zu gucken, ob ich die Beschreibung gelesen habe, weil leider wird die halt im Level nicht angezeigt. Das ist auch ein ganz großer Minuspunkt für Endlos-Modus, dass da die Beschreibung nicht angezeigt wird. Vor allem, wenn es irgendwie heißt... Ah, short, simple and full of arrows. Alles klar. Das ist eben vor allem
ungünstig, wenn da die Beschreibung nicht angezeigt wird bei dem Endlos-Modus. Ich bin halt voll im Laber-Dings. Ich merke das schon. So. Ah! Gut. So nicht. So nicht. So nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch alles mitgeteilt, was ich mitteilen wollte. Ich hoffe es zumindest. Ich wollte das mit der Glocke vor allem, wollte ich schon viel. Oh, das gibt's doch nicht. Wollte ich schon viel öfter sagen. Habe das dann komplett vergessen. Wie gesagt, nicht, weil ich will, dass ihr bei mir die Glocke drückt. Mir wäre das völlig wurscht, aber ich merke es halt bei mir, dass ich sie drücken muss bei manchen Leuten, weil YouTube einfach meint, wir zeigen dir den nicht mehr an. Der ist nicht relevant genug für uns. Und ich bin als kleiner Kanal ja nun mal nicht relevant für YouTube. So, und ich habe auch nicht vor, ein größerer Kanal zu werden, aber wie finden wir die? Also ich muss die schon mitnehmen, ne? Irgendwie. Nee. Hä? Jetzt. Ja, so. Aber wofür sind denn die Kumpas? Ach, dazu. Ich doof. Ich muss dazwischen landen. Aber ich verstehe die Kumpas nicht. Ich hätte sie verstanden, wenn es irgendwie so eine Challenge gäbe, töte zwei Goombas, so. Aber gibt's ja nicht. So. Jetzt wollen wir uns mal hier vernünftig. Das wird jetzt schon wieder nichts, ne? Ich komme hier noch mit dem Walljump hoch. Mit ein bisschen. Ja, nein, jetzt nicht mehr. Okay. Aber der Anmerkungscounter wird in den Kommentaren sicherlich sehr gerne erklären, was die Goombas sollen. Ach, soll man vielleicht. Muss ich gleich mal gucken, ob das geht. Nee, von hier komme ich auch nicht erst auf die Goombas und dann kann ich. Ich meine, aber den Flug schafft man ja auch so. Ja, also keine Ahnung, ich check die. Oh mein Gott. Ich check die Goombas nicht. Ist ja wurscht. Wir brauchen sie nicht, insofern muss ich sie auch nicht checken. So. Das gibt's doch nicht. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Mal schwingt er voll schnell, mal überhaupt nicht. So, das ist von der Höhe her vollkommen ausreichend. Da muss ich mich überhaupt nicht stressen. So, jetzt wollen wir hier einfach nach oben. Oh oh. Okay, wir wollen einfach hier oben. Oh, das ist ja gar nicht. Okay. Ich sehe halt nix. Okay. Ich bin mal vorsichtig. Ja, weil das geht nämlich voll in die Lava runter. Und da gibt es einen Checkpoint sogar. Das heißt, hier gibt es den nächsten Flugviech. Ich weiß, das wird nicht. Ja, ich wollte nur gucken. Okay. Denn er ist ja hier, ich kriege ja eine 9. Wo macht der denn hin? Ich glaube, ich darf den nicht mit der Stampfattacke holen. Das war nicht so gut. Ja, alles klar. Ups. Ja, das war jetzt nicht so. Wait, aber das geht noch. Die Pfeile sind überhaupt nicht übertrieben. Warum? Das ist ein Quatsch. Okay. And a lot of errors, ja. Many, many errors hat er geschrieben. Okay, holen wir uns mal schnell den Weltrekord. Das kann ja nicht sein, dass der bei 53 Sekunden, das muss ja besser gehen. Das gibt's ja wohl nicht. Weil ich jetzt wahrscheinlich am Anfang zu viel Quatsch mache. I don't know.
Ah, ne, es passt sogar. Yes! Egal. Runter. Nein! Nein, es hat so gut gestartet. Oh, ich hasse alles. Es hat so gut gestartet. Oh, verdammt. Das war so ein guter Lauf am Anfang. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Ja, oh nein. Oh nein. Das ist nicht wahr. Ah ja, das sollte man wirklich nicht machen. Okay. Ach, das gibt's doch nicht. Schwierigste Stelle am Anfang, ne? Kann ich nicht direkt eigentlich hier? Ja. Das spart nochmal Zeit. Das ist auch nochmal ein bisschen knapp. Ja, genau deswegen. Aber das geht noch. Nee! Ach, oh. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, moin. Nein. Aber wie gesagt, das geht noch. Ach so. Ja, ich muss. Okay, ich muss zumindest groß. Ja, natürlich muss ich groß bleiben. Ups. Ups. Aber den hole ich mir. Den will ich jetzt haben. Die 53 Sekunden kann man ja wohl überschlagen. Das ist ja wohl drin. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Ah! Das ist halt ein bisschen gefährlich hier. Da muss ich aufpassen. Ah, das war schon wieder zu knapp. Nein, warum hat er nicht nach unten gedrückt? So. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch von hingekriegt. Ah. Wenn mir der Anfang klappt jetzt. So viel dazu. Ja, ist wurscht. Ach, mach keinen Quatsch jetzt, Junge. Es kostet Zeit, was wir hier tun. Ja, ist okay. Nicht treffen jetzt vorher. Okay, passt. Passt. Nein! Nicht da! Da hat er mir wirklich jetzt noch Probleme bereitet, den er da... Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Nein. Schnell. Ah, es reicht nicht. Ah, muss das... Oh, ist das nicht wahr jetzt, ne? Mann, ich meine, ich habe eh ein bisschen Zeit verloren an der einen Stelle. Das kann man besser spielen. Das war nix. Das kann man besser spielen, aber... Oh. Mein Gott. Nein, das tue ich. Ich einfach den Rekord holen. Warum? Manchmal drückt er nicht runter. Ist die Batterie fast leer? Ganz kurz mal kurz Batterie checken. Nee. Okay, dann bin ich einfach doof. Dann kann ich es jetzt nicht auf die Batterie schieben. Alles klar. War ein Versuch. So. So.
hast. Ist okay. Ja, ist ja noch viel besser, weil jetzt kann ich ja da auch noch richtig hochschweben, gescheit. Das geht dann natürlich alles nochmal viel schneller. Nice. Passt. Bin zufrieden. Gute Zeit. Alles klar. Uff. Ei. So, das ist schon eher das, wovon ich geredet habe. Alles klar. Wow. Aber was ein Quatsch vorhin wieder. Aber damit haben wir jetzt, glaube ich, sogar eine bessere Zeit, als wir gehabt hätten. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das, weil kurz und knackig sind 2x-Level halt eigentlich nicht, ne? 13 Minuten 16. Ah. Gucken wir erstmal hier das zweite von Counter, aber ja. Ich habe Angst. Machen wir jetzt erstmal einen Counterpart, komm. Sie. Wie viele? Vor allem, dann gibt es ja keine Checkpoints. Nein! Das war knapp. Aber gut, ich verstehe denn das Konzept. Aber wenn. Oh, wenn ich bei dem 77. scheitere, raste ich aus. Oh nein! Okay. Die Physik ist mit dem Stern auch nochmal so interessant. Mal springt man zu weit, mal nicht. Dann doch wieder. Hopp. Nein, das gibt's doch nicht. Ich sehe schon, da kommen dann ganz viele, die man abläuft. Okay. So kommt wahrscheinlich dann die 77 zustande. Oh boy. Counter, warum keine 88? Warum 77? Okay. Besser. Lel. Das ist jetzt halt ein bisschen ungünstig. Ja gut, die gehen halt jetzt nicht mehr kaputt, ne? Dann fliegt man hier und dann... Ah ja, verstanden. Der muss aber schneller sein mit dem Stern. Uff. Wo war ich denn da jetzt zu langsam an welcher Stelle beim letzten Stern? Ich kann doch dann nur durchrennen. Wahrscheinlich bin ich nicht durchgerannt. Das ist der fieseste Sprung. Das ist der fieseste Sprung. Ah. Genau deswegen. Ansonsten ist das Level ja super einfach. Geht klar. Ist in Ordnung. Er kann auch einfache Level bauen. Bin ich ja sehr froh drum. Und das meine ich, ich hätte auch einfach mal ein ganz normales Level bauen müssen, aber ich muss einfach einen Quatsch zusammenbauen. Ich weiß nicht. Ich bin echt unzufrieden mit meinem ersten Level. Das Nein! Trotzdem gucken wir uns jetzt mal die Stelle an. Ja, okay, da muss man wirklich ein bisschen schneller sein. Alles klar. So. Okay. Schlecht. So, und jetzt einmal hier den. Und damit
Ach so. Ach so, da wäre nochmal ein Sterngewehr. Ja, nö, brauche ich nicht. Wahrscheinlich, wenn man die Feder verhaut, ist dann nochmal ein Stern. Shish. Shish. Gut. So. Ich habe 100 Level gespielt und dafür die Katzen-Mario-Kapuze erhalten. Ich habe 100 Level gespielt und dafür den Katzen-Mario-Anzug erhalten. Ah ja. Kaizo for Noobs. A little bit harder. Has one checkpoint. Gucken wir uns, wo sind wir? 30 Minuten. Komm, das gucken wir uns noch an. Rasierer, was hast du getan? Oh, vor allem ist es jetzt Kaizo anscheinend in... Ja, in 3D... Nicht in 3D-Welt, in Bros. U. Oh, damit kenne ich mich ja wieder nicht aus. Da muss ich doch bestimmt hier irgendwie so ein Dreher machen oder sowas. Oder muss man vielleicht... Ha. Die Mütze hier irgendeine Bedeutung? Wie gesagt, das Problem ist, ich kenne mich mit der Steuerung nicht aus in U. Was haben wir denn da alles so ein bisschen? Rennen, springen, hochspringen, B gedrückt. Ja gut, das ist klar. Höher und weiter, während des Rennens springen. Ja, auch das ist klar. Von Gegner abspringen, gut, das funktioniert jetzt gerade nicht. Drehsprung würde mir hier, glaube ich, auch nichts. Kann ich aber probieren. Luftdrehung ist auch klar. Ja, der... Tja, das ist... Das war es auch schon, ne? Alles andere ist ja mit Items. Ha. Ha. Wie geht das? Ich habe das halt noch nie gemacht. Und ich kann die ja nicht stoppen. Kann ich vielleicht? Keine Ahnung. Ich komme unweigerlich darüber. Ich komme unweigerlich darüber. Ich sag nicht... Ich glaube, ich sollte das nicht spielen, wenn ich kein 3D, kein Dings beherrsche. Es ist, ich weiß nicht, wie es geht. Ich heb gerade nur die Sterberate an. Krieg auch keinen Doppelsprung hin. Das war so mein Gedanke noch. Aber das haut ja alles nicht hin. Guck mal, jetzt wäre ich zumindest oben gewesen, aber ich komme halt nicht in die Situation, nicht in die Stachel zu rennen. Na, ich kann nicht stoppen. Ich weiß nicht, wie kann ich das denn machen, dass der... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Pass auf. Ja, das könnte... Das wird sein. Das wird sein, was man denn hier machen soll. Nice. Verstanden. Die brauche ich nicht, aber da ist die 50-1. Er hat wieder 3 Münzen versteckt. Oh, Mama! Verstanden. Na, dann lernen wir jetzt mit dem Video mal, mit dem Level mal so ein bisschen Tricks in Bros. U. Ist auch in Ordnung. Gott. Gott.
So, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Das wäre ja auch in SMW. Nee, hä? Ich dachte jetzt, ich springe so lange auf dem Ding rum, dass es nicht runterfällt, aber das geht ja gar nicht. Oder kann ich... Oh nein. Die hier soll ich machen, ja? Okay. Uff. 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 F. 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 Oh, holy moly, F. Das gibt's doch nicht. Ich hab's doch gerade hingekriegt. Nein. Nein. Mann. Ich bin schockiert. Danke. Der ist irgendwie einfacher, der klappt immer. So, jetzt bin ich gespannt. Der das reitet. Ich habe ihn ganz leicht nur ange... Muss ich ihn noch leichter antippen? Oder ist es die nicht die richtige Lösung, an die ich denke? Okay. Okay. Nee, ich kann den nicht. Nee, das ist... Das, das kriege ich so nicht geregelt, offensichtlich. Ja, aber ich kann ja nicht... Sobald ich den ein bisschen andrehe, ist halt schon vorbei. Nee, das sterbe ich sofort. Aber was soll ich dann tun? Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Geht das theoretisch? Weil es der gleiche Raum ist? Dass ich zurückgehe? Und die losgeschickt wurden. Und jetzt sind die weg. Nein. Oh, no. Oh. Drehen. Sowas muss ich machen. Weil das... Das verkürzt... verlängert meine Flugzeit. Ich muss mich drehen. Ja. Ja. Oh boy. Das heißt, so spät wie möglich springen und dann so viel wie möglich drehen. Das zusammen ist die Lösung. Ist das ein gutes Timing, um sich zu drehen? Wie ist denn das? Huch, da habe ich das, da bin ich auch noch nicht gestorben bisher. Ist das ein gutes Timing, um sich zu drehen? Oh boy, Checkpoint bitte. Yes, danke. Der ist gut gesetzt. So, einmal hier die Ranken-Challenge. Und, ah, da oben, okay, die könnte ich mir sogar mal holen. Und da unten ist die Springboard-Challenge. Kann ich mir die holen?
Wait, das ist die 3? Ja, also irgendwie so kommt man daran, aber habe ich jetzt nicht hingekriegt. Okay, machen wir mal die Ranken-Challenge. Ich muss das doch bestimmt mitnehmen. Aber ich kann es halt nicht. Ja. Wait. Ah, verstanden. Ja. Und dann springe ich ab und nehme es mit. Versuch. So irgendwie. Irgendwie so. Ja, genau so. Und hier brauche ich es jetzt. Okay. Hopp. Und hier will ich jetzt aber groß sein. Hä? Oh. Der kam da. Ach so. Der kam da jetzt raus. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht nicht zu weit runter. Okay. Ist okay. Ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich problemlos leben. So. Es gibt ja auch jetzt irgendwelche Glitches, die schon gefunden wurden in dem Spiel. Die kenne ich natürlich noch nicht. Wenn die irgendwann mal jemand verlangt, habe ich ein Problem. So, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtiger hier. Sag mal, manchmal reagiert mein nach unten Ding einfach nicht. F, was ist mit dir falsch? Ach so. Wait, ich will den killen. Ich muss den killen, weil ich brauche... Hä? Aber wait, wie kill ich den denn? Hä? Alles, was ich habe, ist doch nur das da. Kann ich den so killen? Irgendwie? Hä? Ich habe da gerade eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob die funktioniert. Aber die würde... Oh nein. Kann ich das kaputt machen ohne? Ja, das geht also schon mal. Ich komme jetzt aber nicht mehr in die Lücke. Ah. Und wenn ich jetzt das Trampolin dabei hätte... Ich glaube, dann könnte ich den irgendwie... Dann könnte ich den irgendwie hier runterschicken. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich muss das weiter mitnehmen. Das würde bedeuten, ich muss vorher hier unten groß werden. Das heißt, ich darf nicht... Ah, nein, schlechte Idee. Das ist genau der Fehler. Aber ich müsste das vorher irgendwie antriggern, den Pilz. Sonst funktioniert das nicht, was ich vorhabe. Ich müsste das vorher irgendwie antriggern. Ah, warte, ich habe die Idee. Hier triggere ich das an. So, jetzt hat er nämlich einen Pilz hier reingeschickt. Und jetzt kann ich vielleicht mit einem etwas kürzeren Sprung... Es geht in die richtige Richtung. Es geht in die richtige Richtung. Wahrscheinlich komme ich mit einer Stampfattacke dann wieder runter. Yeah.
Oh nein, ich kann nicht... Oh nein. Ich kann mit dem Ding an der Hand keine Wandsprünge machen. Ist ja auch schon wieder blöd jetzt. Geht das überhaupt? Mist! Aber ich glaube, das geht. Jetzt komme ich halt nicht mehr runter. Aber ich fürchte halt, ich muss runter, um den da runter... Also, ne? Wie geht das? Vor allem, wenn ich es habe, wie kriege ich das da hoch? Oh, das wollte ich nicht. Aber jetzt erstmal das hinkriegen, was ich will. Okay, das geht. So. Jetzt muss ich das mal hier ein bisschen üben. Kann ich? Oh boy. Ja, ihr versteht das Prinzip. Nur das Problem ist, ich habe nur eine Chance. Weil da halt keine Wand ist, sondern Stacheln. Also über das kurz nochmal. Okay. Jetzt wären wir ja schon oben. Ich glaube, ich brauche es nur ein- oder zweimal machen. Okay. Ich wollte extra einen schönen Doppelsprung hinkriegen, damit es dann nicht ganz so schlimm ist. Aber hat nicht funktioniert. F. Ach so. Kann ich das eigentlich? Okay, das kann ich in der Luft machen. Das ist vielleicht nicht ganz da drüben so gut. Oh boy. Ich hatte es noch einmal. Es würde doch reichen. Yeah.
Nice. So. Nochmal kurz üben. Okay. Und wenn es schief geht, ist man auch noch gleich wieder oben. Oh. Doppel F. Nein, ich hab's geahnt. Wenn man ihn erwischt, bevor man die Stampfattacke einsetzt, reicht es schon nicht mehr. Gucken wir uns mal den unteren Raum kurz an, erstmal bitte. Ja, ist doch der gleiche. Kann ich das jetzt überhaupt wieder nehmen? What? Ja, okay. Also da muss man das auch machen. Cool. Hey, wait. Da jemand sein Level nicht ganz durchdacht? Oder ist das Break sicher, weil das nicht funktioniert? Geht das nicht? Das wäre ja sensationell, wenn das nicht geht, nur weil das zwei Abstand hat. Nein, es geht, okay. Ja, dann haben wir das hier uns gerade ein bisschen vereinfacht. Finde ich gut. So, habe ich überhaupt nichts dagegen. Dann können wir jetzt nämlich endlich ausprobieren, was ich ausprobieren wollte. Sheesh. Was du hier drüben, also was du hier vergessen hast, hast du drüben richtig, also was du hier richtig gemacht hast, hast du drüben vergessen, nämlich die Röhre zu hoch zu setzen. Außer das war gedacht, dass man sich das hier holen kann. Das kann natürlich sein. Dann, ist ja auch alles okay. So, ich weiß genau, was ich gleich versehentlich tun werde. Oh, okay, wir haben's. Sheesh. Was?
Na, hier ist die Röhre einfach auf. Aber das ist ja dann fast Absicht, weil oben hat er ja dran gedacht, das nicht zu machen. Ist das Absicht? Das gibt's doch nicht. Er hat das gerade gemacht. So, danke schön. Mario, weißt du? So. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Kann doch nicht sein. Alter! Ich mach den falschen Block weg. Ich bin so doof, ich mach den falschen Block weg. Ich bin so eine Nuss. Natürlich mache ich den falschen Block weg. Ah! Ah! Ah, Mann! Sag mal. Gibt's doch nicht. Ich habe noch keine so wirkliche Konsistenz, wie das geht, ne? Das gibt's doch nicht. Danke. Aber ich verstehe halt nicht, wie ich das mache. Hier verstehe ich's. Hier kriege ich das konsistent hin, aber drüben nicht. Ich raff's nicht. Ne? Oh mein Gott, der sieht ungünstig aus. Oh! Ich lauf durch das durch! Sei schon. Durch. Natürlich laufe ich da durch. Oh. Jetzt kann ich wieder den Quatsch hier machen. Ach komm, ey. Vor allem er springt halt auch teilweise einfach gar nicht mehr ab dann. Boah. So. Ja, man läuft da durch. Sollte man sich mal merken. Wäre klug. So, Mensch. Habe ich jetzt einen richtigen Block weggemacht, ha? Puh. Ganz schön schwierig, oder? So, und jetzt mache ich nämlich einfach den hier. Beziehungsweise den. Na, das, natürlich nicht. Aber ich kann ihn doch bestimmt irgendwie so antriggern, dass der da runter hüpft. Hm. Ja, oder auch nicht, ne?
Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, der reagiert irgendwie jetzt damit und fällt dann darunter. Stellt sich raus. Tut er nicht. Hä? Wie kriege ich den dann gekillt? Wollte ja einen Partner oder sowas, aber habe ich ja nicht da. Ich dachte, ich kann hier vielleicht irgendwas machen. Vielleicht kann ich auch was machen und es geht nur nicht, weil ich zu doof bin. Dass wir den genau in dem Moment da landen muss, wo er drauf fällt oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie so. Geht aber auch nicht. Hä? Das interessiert den halt auch nicht. Mir geht das nur, wenn ich klein bin. Aber es hat ja mit mir nichts zu tun. Dann bin ich leider komplett überfragt. Der reagiert auf nichts. Ich habe jetzt alles versucht. Glaube ich zumindest. Weiß nicht, was man noch machen kann, dass er was tut. Dachte, das könnte so gehen, aber es geht so nicht. Nee, ich krieg den nicht zum Reagieren. Das war so meine einzige Idee. Ideen habe ich eigentlich auch schon nicht mehr. Wait. Aber das wäre noch größerer Quatsch. Aber ich will jetzt mal kurz was ausprobieren. Einfach nur für... F. Okay. Okay. Vielleicht kriege ich hier unten ja auch einen Powerblock und muss mit dem dann zurück oder so. Aber wenn das der Fall wäre, dann wäre das super ungünstig, weil das weiß man ja nicht. What? Oh nein, ich muss hier an den Dingern... Oh nein. Gott. Ja, das reicht halt nicht. F. Geht das aus dem Stand nicht? Muss ich da echt irgendwie so blöd rumwurschteln? Das wäre ungünstig. Nein, es geht aus dem Stand. Okay. Warum? Welchen Grund hat das denn jetzt wieder? Er dreht sich nicht weiter dann.
Strecke dreht sich da nicht weiter. Hey, eine Stunde fünf. Juhu. Nein! Jetzt komme ich nicht mehr ran. Oh, ist das ein Quatsch. Es ist kein Quatsch, Entschuldigung, aber... Uff. Es ist ein Uff. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, das hat ja super funktioniert. Warum klappen die guten Sachen immer nur einmal? Komm, nimmst du die Hand, geht das? Wieso geht das denn nicht? Sei doch mehr wie SMW. Wie wär's damit? Ich krieg den Timer nicht hin! Oh Gott. So, klappt es einfach grundsätzlich nicht oder habe ich nur das Timing verhauen jedes Mal? Ach so, warte mal. Ich habe die Röhre zum Zurückgehen. Stimmt. Habe ich verdrängt. Dann ist das ja überhaupt nicht schlimm. Dann kann ich ja einfach jederzeit. Ja, ist jetzt blöd natürlich. Ich bin zu... Warum kriege ich es denn nicht mehr hin? Oh. Ich verstehe es nicht. Wieso geht sowas denn einmal und dann nicht mehr? Guck mal, der klappt und der... Ich kündige. Ah. Kann doch nicht sein. Es kann doch nicht einmal klappen und einmal nicht. Also bitte. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Und es löst ja noch nicht mein Problem da oben. Entschuldigung, oh Gott. Das löst ja noch nicht mein Problem da oben. Also willst du mich eigentlich? Ich krieg doch das Timing unten hin. Es ist doch da drüben nichts anderes. Es ist nichts anderes. Es ist lustig, ne? Was mache ich denn falsch?
Ich versteh's nicht. Oh, no. Ich versteh's nicht. Jetzt sind wir bei 1,10. Cool. Ist schlecht. Ja, okay. Das nehme ich hin. Wenn es gar nicht funktioniert, nehme ich das hin. Aber ich nehme es nicht hin, wenn es auf einer Stelle funktioniert und auf der anderen nicht. Aber man kann es nicht mehr in die Hand nehmen. Okay, schade. Sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Wenn man es einmal gelegt hat, ist es also futsch. Es kann doch... Ach, ich mag gleich nicht mehr. Na, dann habe ich jetzt eine halbe Stunde umsonst hier rumgespielt. Das ist auch blöd. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich hab's einmal hingekriegt und jetzt nicht mehr. Ich mach doch nichts anderes, als wenn ich von rechts nach links springe. Ich mach doch nichts anderes. Anscheinend mache ich was anderes, aber was? Entschuldigung. Ja, moin. Das war jetzt in der Tat anders. Das war nämlich richtig dumm. Es muss irgendwas am Timing anders sein. Entweder ich lasse zu spät los oder ich springe zu bald, ich weiß es nicht. Irgendwas mache ich da anders. Guck dich das an! Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Ich will nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Was ist das denn? Was ist denn falsch bei mir? Das ist mir unerklärlich. Es ist mir unerklärlich. Ja, das ist okay. Das ist okay, da habe ich es halt verhauen. Aber einmal hinkriegen und einmal verhauen ist nicht okay. Nee, es tut mir leid. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen und tschüss.